Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines, meine Damen und Herren. In der letzten Folge haben wir unseren Flughafen ausgebaut und das Geile ist, wir stehen kurz davor, Level 3 zu erreichen und das bedeutet, dass man neue geile Sachen bauen kann. Übrigens, Leute, der neue PC ist angestöpselt, wie ihr hoffentlich sehen könnt, ist das flutscht wie nichts Gutes. Ich sag's euch. Was allerdings nicht so gut flutscht, sind unsere Industriegebiete, denn die haben große Probleme und zwar finden sie nicht genügend Käufer. Und da gab es einen Tipp, den mir viele in die Kommentare geschrieben haben. Und zwar wäre wohl ein Frachthafen sehr, sehr gut. Und dann im späteren Verlauf ein Frachtflughafen. Und ich weiß nicht, ob wir den vielleicht schon bauen können. Warte mal, hier flughafenmäßig. Ah, guck mal hier, Flughafen, Frachtbahnhof gibt es erst ab Level 3. Aber das, was wir jetzt schon machen können, ist der Frachthafen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wäre es denn schlau, so etwas zu bauen? Einerseits hier unten für diese Industriegebiete, weil hier hätten sie die komplette Strecke direkt. Und dann würde ich sagen, irgendwo hier geht das? Nee, Höhe zu hoch. Hier wäre eigentlich schon ganz geil. Ah, hier steht aber auch keine Routenverbindung möglich. Warum sagt er denn da wirklich direkt das mit der Rudel? Das ist doch egal mit der Rudel. Ah, hier wird's gehen. Lass das doch notfalls auch hier vorne machen. Obwohl, hier wollen wir eigentlich keine Industrie hinhauen. Hier wäre halt mega geil. Gut, ich baue ihn erstmal hier vorne hin. Lass Paletto mal machen. Zack, Alter. Dann braucht das Ding wahrscheinlich eine gute Straße, ja. So, kommt schön hier ran. Wunderbar. So, Flughafen, weil wie geht's hier? Jawohl, wir brauchen 5000 Passagiere. Dann haben wir das Ding. Stimmt, ihr meintet auch, ich soll... Vor allen Dingen braucht man das wohl für die größeren Flughäfen. Für die größeren Flugzeuge noch eine Startbahn. Und eine Sache, die bei City Skylines wohl mega komisch ist. Die Polizei ist zu faul, die Straßenseite zu wechseln. Deswegen haben wir hier vorne immer dieses Problem. Deswegen, die Lösung ist, es auf diese Seite zu packen. Ich verstehe nicht, warum. Das kann man wohl teilweise mit Mods beheben. Oh, das ist jetzt eins von den Diggeren. Haben jetzt auch schon 4600. Oh, guck mal, hier kommt auch schon ordentlich was an. Also die Leute haben Bock auf Flughafen. So, das ist doch schon mal ganz geil. Und der Frachtflughafen? Ah, ja, ja, Frachthafen. Brauch hier noch mal ein bisschen. Brauchst du wohl... Ort ist bereits... Also, warte. Ja, setze ich einfach hier drüben. Ast rein und ein bisschen Strom. Kriegst du auch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ah, der Paluten Airport hat Stufe 3 erreicht. Die folgenden Gebäude wurden freigeschaltet. Genau. Luftfahrtmuseum, Fluglinienzentrale. Ah ja, Flughafen, Terminal, Frachtbahnhof. Ja, okay, da muss ich jetzt nochmal gucken. Ah ja, stimmt. Man kann ja eine eigene Fluglinie bauen. Irgendwie sowas habe ich mitbekommen. So, ich muss mich so ein bisschen daran erinnern, weil ihr habt viel geschrieben. Einerseits müssen wir hier mal reingucken. Ich kann die Steuern erhöhen. Ihr habt aber auch, es gibt so zwei Untersachen, die man machen sollte. Ja, Wohltäter für Großunternehmen und Enthusiast für Kleinunternehmen. Beides sollte man machen. Und ich kann die Steuern auf 12% hochsetzen. Ich gehe da mal davon aus, dass es bei allem so ist. Jetzt können wir gleich mal beobachten, wie sich die Steuereinnahmen dadurch erhöhen. Wir sind gerade bei 40.000. Und wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen, erhöht es sich auf 43, 52, 61, 78. Alter, was geht denn bitte gerade hier ab? Was sind das denn für geisteskranke Steuereinnahmen? Da können wir ja ordentlich was bauen. Ey, das ist vor allen Dingen, das steigt auch immer mehr. Ja, jetzt hat es sich langsam eingependelt auf 171, was aber auch schon geil ist. Nichtsdestotrotz hätte ich hier vorne gerne auch noch einen Frachthafen. Fährweg. Nutzen Sie Wege, um genaue Routen für Fähren. Ja, okay, ich habe ja nichts. Mit einer Fähre habe ich nichts am Hut. Ich bin ja wirklich eher hier Mr. Schifffahrt. Dann kann ich halt hier nicht hinbauen. Das finde ich so schade. Und wenn nur hier vorne. Ich habe halt Angst, dass es mir... Ja, das ist zu blöd. Hier könnte ich noch was hinbauen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Aber hier gibt es ja auch viel Industrie. Und ich glaube, dass wir da nicht mit diesen Güterbahnhöfen am Start sind. Deswegen mache ich das, glaube ich, mal. Ich setze den aber hier ein bisschen weiter nach unten, damit wir da keinen Stress mit den anderen bekommen. So. Setzen das mal hier dran. Zack. Ah ja, dann müssen wir hier natürlich wieder für ein bisschen... Muss natürlich auch jemand die Toilette benutzen können da unten. Und ein bisschen Strom braucht ihr auch. Wunderbar. Gut, gut, gut. Das sieht doch wirklich
nice aus. Okay, Kriminalitätsrate ist immer noch... Hä? Das ist doch die Polizeiwache. Ihr müsst doch jetzt nicht mal mehr die Straßenseite wechseln. Ich setze es jetzt... Also, sorry. Wenn die Polizei da jetzt nicht mehr hinkommt, dann ist jetzt hier aber auch gute Nacht. Ich habe auch mir Bilder angeguckt von anderen Airports. Teilweise sahen die so geisteskrank cool aus. Ich meine, andere Leute sind sehr talentiert, was City Skylines angeht. Ich versuche mit meinen beschränkten Fähigkeiten alles hier zu machen. Oh, das sieht doch aber auch gut aus. Guck mal, die Probleme, die sehe ich jetzt nicht. Klar, hier ist viel verlassen. Aber ich glaube, diese Sachen werden auch gut benutzt. Mit Frachthafen und so weiter. Wartet mal ab. Wir kümmern uns jetzt erstmal... Ah ja, das mache ich mal kurz, weil mich das stellenweise da manchmal stört, wenn ich bauen möchte. Und zwar kann man genau dynamisches Wetter, das möchte ich gerne behalten, aber den Tag-Nacht-Zyklus. Weil ich will jetzt ja hier sehr, sehr gerne mal was bauen. So, wie machen wir das denn? Ziehen wir hier alles nach oben? Weil wenn wir eine weitere Start- und Landebahn benötigen, wenn wir die tatsächlich brauchen, schauen wir jetzt erstmal, was wir Neues bauen können. So. Wir haben mittlerweile Flughafen. Ne, wir brauchen hier den Tab. Ah ja, das Frachtterminal. Dieses Frachtterminal dient als zentrales Gebäude für Frachtflughäfen. Nur Frachtfahrzeuge können über dieses Gebäude auf das Flughafengelände gelangen. Kann ich den... Ah ja, den könnte ich hier auch bauen. Also das wäre schon eine Möglichkeit. Das wäre doch klasse hier für meine Industriegebiete. Ja, lass das doch machen. Das baue ich dann hier nach hier oben. Da haben wir so viel Industrie. Das ist glaube ich, gar nicht schlecht. Ich werde jetzt aber erstmal vielleicht hier nach Norden... hier unser Gebiet vergrößern. So, damit das auch alles da stattfindet. Dann schnappen wir uns jetzt dieses, genau, das Frachtflughafenterminal. Ja, gut, wenn ich das hierhin platziere, das müsste... Ich habe ein bisschen Angst. In meinem Kopf ist das alles immer besser als tatsächlich, also... Ja, so. Okay. Ja, das war exakt falsch. Aber warte. Warte. Nee, falscher Kopf. Einmal drehen. Genau so. Wunderbar. Weil ich will ja die Straße, die soll ja einerseits von hier kommen, aber auch von oben. Als erstes, genau, hier ist ja so eine dicke Straße. Die darf auch dick bleiben. So, und die geht hier... Ja, warte, hier geht das. Guck mal, bis hierhin ist in Ordnung. Super, und jetzt nach unten. Ja, perfekt. Zack. Was ich mich aber immer frage, warum kann ich denn hier keine großen Straßen hinbauen? Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber gut, wir wollen uns ja nicht beschweren. Die Straße von hier unten, ja, die passt hier leider auch nicht hin. Aber wir können dann hier rüber gehen. Zack. Hier, wenn wir... Ort ist bereits belegt. Ja, warte, aber da kann ich ja... Entweder gehe ich da rüber. Zack. Mist, hier ist so eine Bahntrasse. Ja, warte, aber das ist doch eigentlich voll cool, wenn wir hier dran gehen. Zack. Weil da haben wir ja sogar nochmal so einen Güterbahnhof-Dingling. Also das ist schon ganz geil jetzt hier. In meinem Kopf. Ja, okay. Warte mal. Nee. Ich würde den hier gerne dann nochmal direkt hierhin bauen. Gerne hierhin. Oder nochmal einen hier an die Ecke. So, dann ist jetzt hier aber auch wirklich, das ist jetzt ein Umschlagsplatz, der gut laufen müsste. Das sind ja LKWs. Nee, was ist das denn jetzt? Hä? Oh nein, ich dachte, hier vorne sind die Flugzeuge. Nee, hier sind auch Flugzeuge. Nee, was ist denn das? Flughafen, Frachtbahnhof. Nur Frachtfahrzeuge können über dieses Gebäude auf das Flughafengelände gelangen. Terminals dienen als Zentrale. Oh, Paletto. Nee, warte, alles gut. Alles gut. Ich bin doch nicht doof. Hier kommt jetzt ein Flugzeug. Hier kommen die Flugzeuge. Ja, sehr gut. Sehr nice. Ich glaube, das ist richtig. Ja. Okay. Wir haben 4 Flughafenpositionen. Große Flughafenfracht. Das verstehe ich halt noch nicht. Aber man muss auch nicht immer alles verstehen. So, warte mal. Den Hangar setze ich mal nach hier oben. Genauso wie das Depot. Weil das braucht ja nicht seine eigene Start- und Landebahn, oder? Dementsprechend würde ich schon ganz gerne einfach bei uns anschließen. Also wenn ich das jetzt... Ja, das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Verbinden das so ein bisschen miteinander. Warte mal, aber wenn die starten wollen... Ja gut, ah nee, die können dann das System hier nutzen. Ja, doch, das geht. Zack. Ja, ist ein bisschen schief, aber das ist super. Ah ja, die Fluglounge sollte ich auch anders bauen. Und zwar feiern... Ja, aber ja,
Gebäude verschieben. Die Leute wollen halt zum Flugfeld rausgucken. Ja, ich habe es jetzt nach hier oben gepackt. Da können die Leute eher Flugzeuge gucken. Macht ja auch Sinn. So, ich bin jetzt mal gespannt. Weil hier auf der Seite, ich verstehe das hier nicht so richtig. Wo soll das hier eigentlich hin? Das ist ja große Flughafen-Frachtstraße. Wir haben gerade was vom Zimmer. Ach ja, meine Hotels. Stimmt, wir können doch jetzt hier dieses saftige Hotel bauen. Da sollte ich auch noch ein paar andere Sachen machen. Ah ja, stimmt, eine Fluglinie wäre auch cool. Aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal da so ein Luxushotel bauen. Das Ozean Resort. Zack. So, dann wird das die Beach Street. Obwohl, so sehr Beach Street soll es eigentlich gar nicht werden. So. Oh, jetzt wurde hier aber schon eine gute Kerbe reingeschallert. Beliebtheitswertung als Shoppingort. Ja, das ist nicht so geil. Und auch Beliebtheit als Sightseeing. Hier ist doch Sightseeing. Was soll ich denn jetzt hier noch Sightseeing machen? So, das ist jetzt die Beach Street. Muss hier der Shoppingort sozusagen mehr nach vorne? Weil die, also es kommt kein Gast. Da hat keiner Bock drauf. Mehrere, achso, oh. Muss ich zugeben, vergesse ich heute viel. Aber ich habe auch Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann bin ich sehr vergesslich. So, Strom. Ja, das ist jetzt unfassbar hässlich. Aber ich hoffe, da kriegen wir noch was Besseres. Gut, wir machen immer noch Minus. Wir müssen halt den Leuten mehr bieten. Dann lass uns doch mal gucken, was wir hier so Sightseeing-mäßig an Start bekommen. Damit das auch bis nach hier vorne reicht, aufs Wasser. Wir haben doch hier so einzigartige Gebäude. Platz der Zukunft. Aber was ich mich frage, ist, wie kriege ich da so eine Sightseeing-Wertung? Könnten ja auch erstmal ein bisschen basic an den Start gehen. Also Reitstall ist lame. Oh ja, ein Touristenpark. Das ist doch was Nettes. Na gut, wir müssen es vielleicht ja sogar hier vorne. Obwohl, guck mal hier. Hat das nicht... Ah, es hat keinen Platz. So, guck mal. Oh, ist das schön hier. Da haben die Leute doch jetzt Bock. Warum... Ach, das wird überflutet. Nee, was ist das denn jetzt? Meine Bungalows. Warum werden denn meine Bungalows überflutet? Wegen dem Kram hier? Nee, das ist doch jetzt Mist. Aber hier, guck mal. Sightseeing ist hochgegangen. Super, wir verdienen Geld. Okay, okay. Wir machen das hier ein bisschen schöner. Und dann rollt auch der Rubel. So, guck mal. Hier so ein kleines süßes Café. Da geht's doch ein bisschen hoch. Guck mal, damit machen wir jetzt sogar Plus. Und da müssen wir jetzt mal hier reingehen, weil ihr meintet, die besonders beliebten, hier das Wellness-Ressort, da können wir den Preis sogar ein bisschen anheben, weil wir brauchen 40.000. Das Ozean-Resort, damit müssen wir gut punkten. Ich weiß halt nicht, warte mal. Sightseeing-Hotels, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist wünschenswert. Ja, aber hier will ich ja keine Gewerbegebiete an sich haben, oder? Weil dann müssen auch wieder Wohngebiete am Start sein. Ich meine, ich kann ja zumindest ein kleines Gebiet hier so ausstaffieren. Nur so ganz klein. So, und jetzt müsste das Ganze doch ein bisschen gesteigert werden. Weil jetzt habt ihr doch eigentlich auch ein bisschen was. Ja, guck mal, das ist jetzt auf 3 hochgegangen. Obwohl ich es immer noch nicht genau verstehe. Hier vorne ist ein großes Einkaufszentrum. Hier ist die dicke Mall. Ja, schon wieder Überflutung. Das war ja eine absolute Schnapsidee. Was für denn... Hier gibt es immer von meinem Damm... Dicke Flutwellen. So, wie sieht es denn hier jetzt aus? Hier gibt es immer noch nicht genügend Käufer für Produkte. Es wurde aber schon deutlich weniger. Oh, krass. Alter, was geht denn ab? Wir haben eine Passagierzahl von 10.000. Wie viele Leute kommen denn hier an bei uns? Das ist ja geisteskrank. Guck mal hier, ein Luftfahrtmuseum. Das baue ich auch nochmal. Ja, mache ich hier vorne. Weil das bestimmt auch die... Oh, guck mal hier, direkt am Beach. Das ist schon geil. Vielleicht sollten wir so ein bisschen eine Buslinie... Guck mal hier. Neue Buslinie. Wow, ey, das ist ja cool. Alte Stelle hinzufügen. Linie abschließen. Ja, perfekt. Ist das jetzt besser? Ah ja, ist wieder überflutet. Mann. Junge, was soll ich denn machen? Ich krieg's ja auch nicht wirklich höher. Hier ist jetzt schon Stau. Hier sollten wir vielleicht da mal die Straße ausbauen. Geht das so einfach? Nee, nämlich nicht. Weil hier alles belegt ist. Eieieiei. Wenn ich das hier nach oben verschiebe, ich verschiebe die mal ganz kurz nur für eine Sekunde. Einfach, weil wir es können. So. Ich hätte gern vierspurig, aber auch mit Bus. Zack. Jawohl. Guck mal an hier. Ah ja, jetzt haben wir hier unten natürlich wieder die Probleme. Hätte ich das auch anders lösen können oder habe ich jetzt halt einfach Pech gehabt und muss das alles kurz mal hier umstellen? Hier geht's nicht. Hier wird ein absolutes Nadelöhr sein. Zack. So, jetzt packen wir die ganzen Sachen mal wieder hier zurück. Können die auch ruhig hier mal nach unten packen.
Hier ist ein schönes Café am Bürger. Warum ist jetzt hier gerade Strom? Leute, wir haben noch Strom. Warum macht ihr gerade die... Ach so, weil hier die Verbindung gekappt wurde. Oh, der Wert ist jetzt hier auf 50 hochgeballert. Aber immer noch ist dieser... Diese Beliebtheitswertung als Shoppingort ist eine einzige Katastrophe. Aber der Stau ist weg. So, unser Flughafen. 14.000 Passagiere. Ja, Lecos Mio. Und hier weiß ich immer noch nicht, was da genau abgeht. Also mit diesem Frachtflughafen. Ich habe da, glaube ich, auch noch nie... Ah, warte mal. Geht ja auch gar nicht. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Weil wenn die landen... Die brauchen ja auch die Strecke dahin. Genau, es geht nur weg. Es geht keiner hin. Zack. Jetzt müssen auch Frachtflugzeuge landen können. So, der landet. Der könnte jetzt aber auch durch einen Umweg, könnte er auch... Er müsste halt hier runterfahren, dann hier so hinten. Oder geht das nicht? Doch, doch, er könnte hier hinten. So, guck mal, es landet hier einer. Guck mal, er könnte dann hier, muss er halt außen rum. Hier kurz über die Startbahn und dann hier rum. Oder das jetzt nur, das reiße ich notfalls wieder ab. Das kostet jetzt ja auch wirklich nicht so viel Geld. Das ist jetzt nur, um wirklich sicher zu gehen. Weil jetzt müsste er es auf jeden Fall schaffen. Wenn jetzt mal ein Frachtflugzeug kommt. Da! Jawohl! Der hat das easy geschafft. Der ist hier. Ich brauche das andere gar nicht. Geiles Ding. Guck da. Warte mal, die kommen jetzt da raus. Und, ah, guck mal doch. Ist alles gut? Ich hab's richtig gemacht. Diese Straße brauche ich hier aber gar nicht. Oder weil wenn er starten will, dann startet er so wie alle anderen auch. Oh, das nächste Frachtflugzeug. Geiles Ding. Ah, oh! Die war ja nötig. Das ist wichtig. Aber das hier hinten war ja unwichtig. Ab hier. Genau. Cool. Das freut mich richtig. Weil ich denke, das wird auch unsere Wirtschaft nochmal ordentlich ankurbeln. Und ich hoffe, dass dadurch... Ja, okay, die Probleme... Nicht genügend Arbeiter. Wir haben... Also wir bräuchten mal wieder ein paar gute Leute. Auch hier oben sind immer noch die Probleme da. Ja, hier haben wir das Problem aber auch immer noch. Nicht genügend Käufer. Aber warte mal, vielleicht weil die Sachen auch nicht schnell genug angeliefert und weggebracht werden können. Weil wir hier ja noch tatsächlich überall diese nervigen Ampeln haben. Hier ist mal wieder alles überflutet. Ja, aber das Wellness Resort, krass. Das macht echt Kohle ohne Ende. Ich würde, glaube ich, auch hier... Warte mal, warum mache ich das nicht einfach so? Also hier haben die Leute feiern es doch. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt, was du gleich für eine Wertung hast. Nee, Moment, warum ist denn das auch hier so schlecht? Weil die Bootshotels... Ja, gut. Die haben halt derbe den krassen Shopping-Faktor. Ich verstehe halt nicht, wie ich dieses Sightseeing hochballern kann. Boah, guck mal, wie viel Waren die angeliefert bekommen. Alter, wie kann das denn nicht derbe abgehen bei unseren Industriegebieten? Da hier wird immer noch gemeckert. Eigentlich würde ich denken, dass das hier schon geil ist. Du hast den Güterzugbahnhof. Gut, hier sind nicht genügend Arbeiter. Ja, dann lass da... Ja, genau. So, guck mal an hier. Zack. Paletto macht auch mal ein paar Straßen hier into the middle. Da sagt ihr immer zu Recht, dass ich das zu wenig mache. So. Jetzt kommen hier nochmal schön... Wohngebiete hin, damit genügend Arbeiter hier am Start sind. So, dann dürftet ihr euch doch hier oben auch nicht mehr beschweren. Weil die kommen hier wunderbar in die City. Oh, die ganzen Fragen. Guck mal, die müssen teilweise schon warten. Das Hotel ist der Wahnsinn. Ist das ja mittlerweile gut am Start? Nö. Ja, irgendwie ist das Ocean Resort ein Griff in die Toilette. Ein Konferenzhotel. Das ist halt so richtig Business. Hier ist Business. Batz, Alter. Komm, Junge. Oh, oh, das könnte ganz lecker werden. Das könnte wirklich ganz lecker werden. Weil das hat schon ganz gut die Sachen am Erfüllen. Wir sind mittlerweile bei 25.000. Und das Konferenzhotel ist jetzt schon auf Platz 2. Das überrascht mich auch immer noch mit dem nicht genügend Käufer für Produkte. Ich dachte halt, dass sie mit dem Frachthafen jetzt da keinerlei Probleme haben. Ja, schreibt da gerne nochmal Tipps und Tricks. Ich habe ja versucht, heute ein bisschen was umzusetzen, was ihr mir gesagt habt. Nicht genügend Kunden. So, ja gut, weil hier natürlich nicht so viele Leute leben. Ja gut, aber ich könnte ja, hier sind ja nochmal ein paar Hotels ansiedeln. Und nochmal so schön einzigartige Gebäude. Transportturm. Ist ein Bürogebäude. Nee. Expo Center. Fachmessen und Konferenzen ziehen Besucher von nah und fern an. Oh ja, doch. Das finde ich eigentlich gut. Aus dem einfachen Grund, weil das sollte doch den Tourismus fördern. Ein Fliegerclub. Ja, oh, guck mal. Okay,
meiner Meinung nach höchst illegal, weil hier sind halt, das ist jetzt so ein Fliegerclub. Aber der ist halt mitten neben dem richtigen. Das ist ja, die starten ja fast parallel. Aber nun gut, Leute. Wir haben einen wirklich richtig geilen Frachtflughafen gebaut. Dann noch mal ein paar Frachthäfen. Unsere Stadt hat trotzdem noch Probleme. Let's face it. Tipps und Tricks bitte weiterhin in die Kommentare, weil ich muss dieses Problem hier irgendwie mal unter Kontrolle bringen. Weil das ist wirklich, seit der letzten Folge ist es wie aus dem Nichts rausgeploppt. Und macht mich traurig. So, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch nicht traurig gemacht. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für den alten Kopf und vieles mehr. Und euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.